Leute, hier mal wieder euer NexusWaft HD. Heute zeige ich euch mal die Wirkung eines Mikrofons ohne oder mit Popschutz. Jetzt kommt erstmal die Variante mit Popschutz. 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 Jetzt kommt die Variante ohne Popschutz. 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 Jetzt habt ihr gemerkt, dass die Variante ohne Popschutz mehr übersteuert als die Variante mit Popschutz. Dass ihr seht, dass ich hier nicht lüge, habe ich extra eine Bildschirmübernahme von Audacity übernommen, dass ihr erst nicht seht, dass ich nicht lüge. Ich habe das Behringer Zenix Q802 USB an einem Windows 10 Rechner und der Fame Studio CM1. Das ist der Fame Studio CM1 ohne Popschutz. 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 Das ist der Fame Studio CM1 mit Popschutz. 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 Ihr merkt einen gravierenden Unterschied. Das ist das CM1 mit Popschutz. 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 Also ich finde, man merkt einen gravierenden Unterschied. Moment, ist das XLR-Kabel wieder runtergefallen? Ich finde, man merkt schon einen gravierenden Unterschied zwischen eben Popschutz. Popschutz. Moment. Popschutz. 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 So, ich habe den Tonor-Mikrofonarm mit dem Fame Studio CM1. Das ist der Fame Studio CM1 mit Popschutz. 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 Und das ist das Studio CM1 ohne Popschutz. 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 Das ist die Stimme ohne. Das ist die Stimme unbearbeitet, außer dass die jetzt noch ein Kompressor drauf. Ohne Equalizer, ohne gar nichts. Ich finde, dass das Behringer 10. Das Behringer Q802. Das ist das Behringer Zenix Q802 USB, Entschuldigung. Ein sehr geiles Audio-Interface-Mischpult ist. Das war die Wirkung eines Popschutzes. Ich kann jetzt eigentlich noch sagen, kauft euch keinen Popschutz, der so 5 Schichten oder so hat. Das ist nie was Gutes. Wie gesagt, hier kann ich nochmal sagen, kauft euch einen Popschutz. Popschutz. Jetzt wird noch mal eine angenehme Stimme. Zeige euch jetzt noch mal das ohne Popschutz. Ich weiß, ich bin die ganze Zeit ein bisschen übersteuert, weil ich die ganze Zeit den Pegel ein bisschen hoch hatte. Das ist die Stimme wieder mit Popschutz. Und ich finde, dass die Stimme ganz angenehm und warm klingt. Im Gegensatz zum Beispiel zum Aoki GDG1, da ist die Stimme ganz blechig, oder zum Neural NV700. Ich finde, dass die Stimme ganz toll anklingt. Ich kann dieses Mikrofon für 39 Euro nur empfehlen. Verschickt das mit UPS. Das ist eine Geschichte, die ich auf den nächsten Video eingehe. Wer Bock drauf hat, lasst bitte ein Like da. Es kommen jetzt immer mehr Reviews zu Mikrofonen, wie zum Beispiel jetzt der Fame Studio CM1. Das ist ein Großmembran-Mikrofon. Also das, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Mutter habt, die gerne morgens die Bude saugt, das habt ihr sehr wahrscheinlich auf dem Ton, weil ich kein dynamisches Front-Edge-Mikrofon ist. Ich habe es euch mal von Ranzratte gehört. Dabei bitte, das ist keine Werbung. Das bedeutet, man spricht vorne rein,
Aber, also man, Moment, man spricht vorne rein, aber alles drumherum, jetzt habe ich schon wieder, danke. Also man spricht vorne rein und alles drumherum wird abgeschirmt. Das ist ein dynamisches Front-Address-Mikrofon. Für alle Leute, die jetzt zum Beispiel ein Front-Address-Mikrofon haben, wie zum Beshiel ein wunderbares Shure SM7B, die brauchen sehr viel Preamp, was das 10X Quad 2 USB vom Behringer auf jeden Fall hat. Also ich empfehle euch das Rode Procaster mit den Behringer 10X Quad 2 USB. Und ja, das war's auch jetzt schon wieder von meiner Stelle. Jetzt nochmal den Vergleich mit Popschutz, ohne Popschutz. Das ist meine Stimme mit Popschutz. Popschutz. Das ist meine Stimme ohne Popschutz. 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 Ich finde, das war sehr vergleichenswert. Wie gesagt, das sind beides Fame Studio CM1er. Wer ein Review mal zu den... So, Moment. Kann auch anbleiben. So. Wer ein Review mal zu denen haben will, der schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Bei 150 Likes kommt das nächste so Outer City Vergleich. Ich habe auch noch einen Speedlink. Moment. Das habt auch einen Speedlink. Das empfehle ich einfach nicht, weil es kommt direkt an die Soundkarte und ihr kennt ja den Soundauspuff von meinen alten, ja. Wie gesagt, ich habe ein Zenix. Ich kann noch mal den Sound ein bisschen lauter stimmen für alle, die ein bisschen schwierig sind. Jetzt nicht gegen Schwierige, gar nichts. So, also, wie gesagt, ich empfehle euch nur diese Kombo. Bei weiteren Fragen kommt einfach auf mein Teamspeak. Wie gesagt, die Stimme war komplett unbearbeitet, außer da war jetzt noch ein Kompressor drauf. da kann ich euch noch mal erklären, was ein Kompressor macht. Ein Kompressor macht, ihr übersteuert hier zum Beispiel. Hallo. So, ich hätte hier übersteuert. Da ein Kompressor, zum Beispiel, ich gehe jetzt ganz nah. So ein Mikrofon, ein Kompressor springt dann ein und der singt dann sozusagen die Stimme. Also wenn ihr zum Beispiel Hallo sagt, so, dann hilft auch der beste Kompressor nicht, sondern dann geht die Clipping-LED an. Aber so, wenn ihr jetzt über einen Popschutz so ganz normal redet, dann geht einfach der Kompressor an, der ist auch die ganze Zeit an, wenn ich ein bisschen lauter rede. Kann auch mal so sein, wenn ich ein bisschen lauter rede, dann geht der Kompressor mit an und die Stimme, das seht ihr auch direkt am Fahren, die singt. Aber ich würde generell auch einen Popschutz, zum Beispiel, ich bin jetzt so, hallo, und wenn ich jetzt so bin, hallo, hallo, oder, andere, ich bin der Willi, und wenn ich jetzt so mit Popschutz rede, ich bin der Willi. Echo? Lautstärke 2. Ich finde, man hört schon einen gravierenden Unterschied nur durch diesen Popschutz für Schlag mich tot, der beim 11 € Mikrofonarm dabei ist. Auf jeden Fall, das war's mit dem Mikrofon-Tutorial. Ich kann auch noch mal sagen, was ihr braucht dafür. Ihr braucht ein XLR-Kabel, ihr braucht ein Mikrofonständer, ein Tischstativ oder ihr nehmt einfach wie ich ein Mikrofonarm. Aber ich habe hier zwei. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Also, wie gesagt, ich habe zwei, darum. Bei weiteren Fragen kommt einfach auf meinen Teamspeak. Oder Teamspeak ist offline, kommt einfach auf meinen Discord. Der ist irgendwo oben verlinkt. Wenn nicht, dann müsst ihr mich einfach privat anschreiben. Wie gesagt, das war's jetzt. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, wie gesagt. Das war jetzt einfach das mit dem Video, mit dem kleinen paar Video. Bei weiteren Anfragen kommt einfach auf mein nix. Ihr könnt höchstens auf meinen Microsoft-Server kommen in ein paar Monaten. In 3 bis 4 Monaten. So. Wie gesagt, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist top bei das vom Music Store. Fame ist eine Eigenmarke vom Music Store. Da steht auch da drauf, Eigenmarke. Und sowas ist gut. So.
Das war's. Bei weiteren Fragen kommt nirgendwo drauf. Bei weiteren Anfragen schreibt mir einfach eine E-Mail willi@willischmidt617@gmail.com. Ja. Und schaut alle bei holbo.de vorbei. Ja, das ist das meine neue Mikrofonqualität. Das war's mit dem Video. Bei weiteren Fragen, wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail. Ja, ich sage tschüss mit dem Popschutz.